So, ahoi meine Lieben, Sitcast hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge The Long Dark Episode 4. So, wie versprochen, ganz kurz hier, ich habe also, die Handschuhe habe ich glaube ich gewechselt und auch repariert und die Socken sind jetzt auch besser. Ich glaube man sieht sogar, man sieht es ein bisschen besser, wenn ich ins Inventar gehe und dann hier auf Sorten sortieren lasse. Also das Schlechteste ist momentan hier eine Unterhose mit 68%. Das habe ich noch verbessert. Ansonsten habe ich noch eine Dose Kaffee fertig gekocht hier am Kanonenofen. Und halt die Pilze und die Hagebutten, die ich noch gefunden hatte, habe ich verarbeitet. Und jetzt sind wir bei 27 Kilo im Inventar. Ja, und dann gehen wir mal los. Verstecke deine Gegenstände so. Na, wie wär's hier in dem Spind? Okay. Ja, dann würde ich erstmal sagen hier, alles was als Waffe verfügbar ist, sollte ich hier wegpacken. Revolvermunition muss weg. Zum Glück passt hier in dem Spind einiges rein. Sagen wir mal so, also alles, wo es mir weh tun würde, wenn es weg wäre, ne? Aber ich würde auch gerne mal wissen, was die mir so wegnehmen. Von daher. Machen wir uns das mal ein bisschen leichter hier. Kleidung, die trage ich ja alle. Eine Kohle. Zunder nehmen wir mal noch ein bisschen weg. Streichhölzer. So, na dann schauen wir mal. Boah, ich bin noch gar nicht richtig ausgeruht, ey. Moment. Ich hätte gedacht, das reicht. Warte mal, dann. Gib mir mal meinen Schlafsack her. Dann legen wir uns einfach nochmal 2 Stunden schlafen. Bevor wir losgehen. Meine Güte. Naja, ich hatte mir sowas in der Art schon gedacht. Dann lassen wir den Schlafsack da einfach auch gleich liegen. Und dann. So, was muss jetzt hier? Das muss weg. Und dann nehmen wir hier einfach mal einen Kaffee. So. Dann speichern wir das jetzt einmal. Und dann gehen wir jetzt mal rüber. Hier könnten wir jetzt noch mit einem Brecheisen bei Gelegenheit mal gucken, noch, ob wir da im Kofferraum noch was Schönes finden. Wir gehen ran. Wow. Shit. You made it. Ja, ja. I made it. I guess you're tougher than you look. I found stuff to help the warden.
medical supplies. Yeah. You'd better get in there to see him. He doesn't look too good. But first, you gotta let me frisk you. Mattis would have my balls if I let you sneak a knife in here. Okay, also die durchsuchen mich dann schon. Kapitel 2, das Kraftwerk. Welcome to the shit show. Who the hell are you? Relax. I'm your neighbor in cell 15. Oh, yeah. Mathis's pilot. I cleaned you up the best I could. You might have a broken rib. Maybe more. Mathis opened up a couple of bad cuts on you, so I stitched them up. Gave you a shot of antibiotics. Hopefully that'll prevent serious infection. Mm-hmm. Thanks. You seem to know a fair bit of first aid. Well, I'm married. I know a doctor. And, I get hurt a lot. With friends like Mathis, I'm not surprised. Oh, Mathis is no friend of mine. We'd better hurry before the guards come back. There's something I need to tell you about the prison. I'm listening. Solitary. It's on its own locking circuits, separate from the rest of the prison. Mathis and his guys, they haven't figured that out yet. But when they do... When they do, they'll get Donner out and there will be hell to pay. They blame you for Donner? Mathis thinks I use some kind of override to keep Donner locked in there, even when the rest of the cells went haywire. Well, Did you? Nah. It's... I can't figure it out. But someone is out there messing with the system. Ja, wir haben ja mit jemandem telefoniert. With Mathis and keeping Donner inside. I might have an idea of who it is. You see someone out there? Not saw. But I talked to someone on the phone. Right. The old rotary phone system would still work. Redundancy for when the sad phone goes down. Mm-hmm. Right. Shit, they're coming back. Get back in your cell. You gonna be okay? Just don't let them find you in here. If you get to talk to whoever was on the phone again, do whatever they ask. Because right now, they are the only thing keeping us all alive. Think we can trust him? The enemy of my enemy is my friend. Oh, jetzt kommen sie zu mir. Hey, how'd that happen? Wow. Yeah, must be glitchy. These idiots think I'm a fool. They don't think I can figure out what happened here. But they were too chicken shit to take care of the warden themselves. And sent you out into the cold to do their dirty work. And you, risking your life to save a guy you don't even know. What a fucking Boy Scout. That's me. You still don't get it. Don't you see that in this new world, Mackenzie, Boy Scouts will be the first to die? And yet, here I am. Well, smartass, if you're gonna make yourself useful, you're gonna make yourself useful to me. Am I? Yes, you are. And why am I gonna do that? Well, because... Hard case. Right. Get back out there, pilot. Go find out what's wrong with this place. What do you have in mind? Well, obviously there's something wrong with the power.
Though he's been no help, a map in the warden's office shows this place has its own power plant, so go check it out. Get me some power, so I can open the gates to Solitary. Right. Power. Solitary. Got it. And Mackenzie. Yes? Don't dawdle. Or the warden gets it for real this time. Na toll. Mathis said to give you this. That doesn't look like a coat. That's because it isn't. It's a bit of a map. Shows the way to the dam. Looks like you can just follow the power lines or something. It's cold out here. I won't find the dam if I freeze before I get there. Do I look like a guy who gives a shit? You don't want to freeze out here? Then get moving. Haben die mir meine Klamotten geklaut? Bastards. At least this map looks real enough. Okay. Gut. Gut zu wissen. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle steige ich dann gleich nochmal ein. Weil das finde ich jetzt schon doof jetzt hier. Ich habe meine Klamotten, dachte ich ja nur wirklich nicht dran. Aber dann können wir gleich mal noch gucken, was haben sie uns denn sonst noch weg? Die haben uns alles weggenommen, außer eine Büchse haben wir behalten und einmal Streichhölzer. Wow. Gut. Gut zu wissen. Also, dann sehen wir uns gleich noch mal wieder und diesmal packe ich noch ein bisschen mehr in Spind. Zum Glück habe ich da gespeichert. Also, bis gleich. So, und da bin ich schon zurück. So, begib dich zum Kraftwerk. Wir sollen das alte Kraftwerk finden, um die Stromversorgung wiederherzustellen. In ihren Gerüchten haben wir nichts gemacht. Straftäterversteck. Das war nicht das Straftäterversteck. Okay. Dann müssen wir dann nochmal gucken gehen. Okay, hier haben wir jetzt wieder eine Endlosfeuertonne. So, und diesmal habe ich wirklich... diesmal kriegst du sogar noch Streichhölzer dazu und so ein Ding. Ich glaube, ich hatte alles weggelegt. So, wir laufen erstmal hier rüber. So, und dann erstmal alles wieder hier rein. So, dann gucken wir mal kurz. Nee, hier. Okay, das haben wir dann auch gleich alles wieder angezogen. Sehr gut. Inventar ist 26 Kilo schwer. Wie sieht's denn aus? Es wird gerade dunkel. Aber weißt du, was wir machen können? Wir können hier an dem Endlosfeuer kochen, oder? Sag ich doch. So, da würde ich jetzt erstmal so eine Dose auswählen. Und Kaffee drauf machen. Können wir nochmal? Ich glaube, wir können da sogar zwei drauf machen. Und nochmal Kaffee. Können wir nicht? Können wir nicht. Das können wir. Wir können... Keine Kochplätze verfügbar.
Nehmen. Nehmen. So, dann könnten wir hier nochmal... Warum kann ich da jetzt nicht nochmal Kaffee machen? Fehlt mir Wasser? Ja, mir fehlt Wasser. So, dann machen wir da mal bitte einmal Wasser schmelzen und hier bitte auch einmal Wasser schmelzen. So, während der das macht, kann ich mir jetzt hier mal noch die Kofferraum angucken. So. Der war leer. Wow. Das hat sich ja echt gelohnt, ja? Das hat sich ja schon wieder super gelohnt. Nee, passt uns. Schade, hier wäre noch Platz für eine dritte. Gut, dann werde ich hier noch ein bisschen das Zeug fertig kochen. Ich glaube, das mache ich dann auch außerhalb der Aufnahme. Wir sehen uns dann gleich nochmal wieder, wenn ich hier fertig bin. So, da bin ich wieder. Inventar ist auf 24 Kilo geschrumpft. Den Rest habe ich hier schon in Spind gelegt. Ich habe da noch ein bisschen geschlafen und wir müssen jetzt... Übrigens haben wir das Ding hier doch noch nicht gefunden. Aber das Schöne ist, wir müssen jetzt hier zum Umspannwerk. Das heißt, wir kommen hier nochmal dran vorbei. Oh, ich muss dringend noch schnell was essen hier. So, warte mal, wir können ja mal hier erstmal so eine Gipfelbrause nehmen hier. So, die Tees und Kaffees habe ich alle gerade fertig gemacht. Dann, was haben wir hier noch schön? Erstmal hier die komische Erdnussbutter wegfuttern. Und dann gibt es noch ein Käffchen dazu. So, und dann machen wir wieder auf den Weg, also uns. So, dazu geht es hier erstmal wieder schön die Straße lang. Oder wir müssen ja erstmal, also wir kommen hier wieder dran vorbei und dann gucken wir da nochmal in Ruhe. Weil hier im Journal wird es ja auch noch nicht angezeigt. 0%. Also die große Kiste, die wir da gefunden haben, die war es nicht. Aber gut, das kann ja jetzt nicht so... Oh, ich habe ja auch geguckt. Muss da irgendwo sein. Schau da nochmal hoch. Es wird gespeichert. Vorne ist schon wieder ein scheiß Wolf. Ach so, der hat auch Beute gemacht. Ich nehme mal sicherheitshalber hier schon mal eine Fackel in die Hand. Gucken, ob der abhaut. Okay, noch hauen sie ab. Jawohl. So, jetzt gucke ich da nochmal hoch. Pack das Ding weg, solange die abhauen. Ich denke mal, das wird sich später auch nochmal ändern. Spätestens, wenn ich hier vielleicht noch ein Messer finde. Genau, das ist ja momentan das große Problem. Warte mal. Ging das hier hoch? Bin hier schon wieder vorbeigerannt. Also noch, wenn mich jetzt ein Wolf anfällt, ich habe ja nicht mal irgendwas dabei, also kein Messer. Obwohl doch, ich habe die Axt dabei. Damit kann ich den auch schon im Nahkampf abwehren. So, dann ging es hier runter.
So, und dann ging das hier irgendwo links gleich nochmal hoch. Und sieht doch schön aus hier oben. Schön das Morgenrot. So, und das muss eigentlich da oben irgendwo sein. Guck mal, ich kann jetzt hier mal. Thank goodness. Made it through another night. Sieht man schlecht, aber das muss da oben bei dem blöden Pfeiler sein. So, den Kaffee haben wir schon wieder verbraucht. Kann ich noch mal gucken? Bisschen weiter in die Richtung, ne? So. Vielleicht rechts daneben, vielleicht doch da an den Fässern? Habe ich da nicht richtig geguckt? So, jetzt gucken wir noch mal hier an den Fässern. Hier sind bloß Steine. Zaun, Zaun, Zaun. Na, gut, alles klar. There it is. Just what I need. Oh. I could use this. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Na, wie schön, ein Revolver. So, und jetzt gucken wir mal, ob er uns das jetzt auch anzeigt hier. Und jetzt haben wir hier nämlich auf 25% erledigt. Wunderbar. So, wir sind jetzt hier. Und jetzt ist es nämlich auch von der Karte runter, richtig. So, und dann gehen wir jetzt hier rüber zum Kraftwerk. Und auf dem Rückweg versuchen wir mal, das Ding da noch zu finden. Was haben wir hier hinten noch? Ein Wohnwagen? Na, das wäre doch ein schöner... Schöne Idee. Ah, das steht aber auch mies da, ja. Ich meine, jetzt wo du weißt, dass es hier ist, sehe ich es auch. Aber wenn du jetzt hier so geguckt hast, das fällt wirklich nicht auf, das Ding. Das haben sie wirklich gut versteckt. Ja, Lob und Anerkennung. So, dann gehen wir hier erstmal wieder runter. So, jetzt mal schauen. Wir müssen ungefähr in diese Richtung zum Umspannwerk. Ach so, wir haben ja da die Kabel, den können wir ja folgen. Zum Glück habe ich jetzt schon mal einen Revolver mit 16 Schuss dabei. Oh, was ist denn da unten? Komme ich hier irgendwie lang? Oh, nee, da runter springen ist wohl ein bisschen doll, wa? Müsste da unten die Straße lang gehen, wa? Na gut, dann gucken wir da mal noch hoch. Vielleicht liegt da auch noch mal eine Kiste. Also so eine offensichtliche, nicht so in die Heim versteckt. Das ist ja noch eine ganze Ecke weit. Und hier liegt eine Kiste. Hope nobody needs this anymore. Naja, ja, nehmen wir erstmal mit. Noch ein Brecheisen. So, und jetzt hier rechts runter muss da irgendwo die Straße sein.
wir da gesehen haben. Da ist er. Alles klar, das ist hier diese komische Gabelung. Oder? Nee, hier waren wir noch nicht, oder? Nee. An der Straße war... Oh ja, jetzt wird kalt. Wir gehen erstmal hier zum Auto. Wasser, Stoff. Oh, Stoff nehme ich mit. Da können wir wieder unsere Bekleidung ein bisschen reparieren. Hier haben wir noch eine Traubenlimo. Ein Brief. Sehr schön. Überschrift des Briefs ist verschmiert und unleserlich. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihre Abhandlung Kollision schwarzer Löcher und eine neue Architektur für die Kosmologie dunkler Energie zur Beurteilung und potenziellen Veröffentlichung im Canadian Physics Review ausgewählt wurde. Wenn es neue Entwicklungen im Veröffentlichungsprozess gibt oder Probleme auftreten, melden wir uns bei Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, der Chefredakteur. Ach, wie schön. Ein Gegenstand gefunden, ein Brief, so. So, wir gucken hier hinten nochmal. Hier haben wir noch eine Zeitung. Aber es ist hier kannst du nicht sitzen bleiben, hier frierst du auch. Früher war das so, wenn du im Auto sitzt, da kannst du dich wieder aufwärmen, ne? Wo geht's da hin? Wo muss ich denn hin? Eigentlich muss ich in die... Eine Scheune. Wenn wir einmal hier sind. Wir müssen uns eh aufwärmen. Und wir haben gerade Stoff gefunden. Milton? War da nicht die Oma hier? Hier die Grey Mother? Oder wie die hieß? Aus der ersten Episode? Salzcracker nehmen wir mit. Handschuhfach ist leer. So, ich hoffe mal, dass hier oben irgendwie maximal 5 Tonnen. Blockierte Brücke. Kiste. Was ist das hier? Ach, Karton. Dosen. Die Chips nehmen wir mit, den Stoff nehmen wir mit. Orangenlimo nehmen. Oh, noch ein Revolver. Better safe than sorry. Okay, dann versuchen wir hier mal ein kleines Lagerfeuer zu machen. I need to find some place to escape this cold. Ja. Hier mit Schießpulver und los geht's. So, dann packen wir hier noch eine Kohle mit zu. Jawohl. Siehst du, und schon ist hier warm. Und dann können wir... Wir haben hier Stoff gefunden. Was sind denn das hier für Socken? Klettersocken. Dazu müssen wir mal gucken. Können die Dinge... Oh ja, die können wirklich besser. Das bedeutet, wir sollten die gleich einmal reparieren. Und dann sollten wir hier mal auf dem Kochplatz zum Beispiel hier einen Kaffee stellen, damit der schön warm wird. 7 Minuten. Dann tauschen wir hier einmal die Socken aus. Wasser haben wir, glaube ich, genug, oder? Naja, gut, wir können ja hier noch mal hier so ein Ding mal hinstellen.
Und dann haben wir noch einen halben Liter Wasser reinkippen. So, den Kaffee. Ach scheiße, jetzt habe ich den Kaffee genommen. Ja, woran sehe ich denn jetzt, welches der warme Kaffee ist? Das hier. Den trinken wir. Ach, schön. So, jetzt steigt nämlich die Wärme viel schneller. So, und in der Zwischenzeit dazwischen können wir hier so mal gucken. Nee, halt. Wir gehen hier, wir gehen hier. Wir sortieren nach hier. 68. Den können wir nämlich auch nochmal mit 25 Minuten reparieren. So, dann ist das Ding jetzt nämlich auch bei 100%. Und die Mütze. Ja, wo ich da sagen muss, da würde ich lieber warten, dass ich hoffentlich nochmal was Richtiges finde. Jetzt zum Basecap, also nichts gegen Basecap, aber... So, dann bin ich mal wieder überladen. Ja, weil ich hier allen möglichen Scheiß auch immer mitnehme. Und vor allem habe ich jetzt zwei Revolver. Was wollte ich denn machen? Ich wollte jetzt hier erstmal noch was essen. Zum Beispiel geschmacklose Erdnussbutter, die können wir endlich mal noch aufessen. Dann können wir hier mal noch ein bisschen Trinkwasser trinken. So. Und dann würde ich hier den diesen hier Aktionen entladen. Und dann würde ich diesen hier ablegen. Immerhin ein bisschen was bringt es. Und auch hier das Ding würde ich auch ablegen. Brauchen wir nicht. Haben wir noch mal ein bisschen Gewicht gespart. So, und dann nehmen wir den Revolver dafür. Oh, der hatte sogar noch 3 Schuss drin. Und laden den. Schön. So, und dann können wir jetzt hier weiterschauen. Und da muss ich... Moment, das, die letzten drei, das war ja alles eine Folge. Ich muss das jetzt echt mal beenden. Von daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, ahoi und ciao, ciao.